vorstellen, am besten wird das laufen so zwischen Formel 1, ne? So da, wo früher die Autohändler waren, die Fake-Autohändler machen wir jetzt die Original, die echten Autohändler haben. Ja, ne? Das finde ich geil. Also, wie heißt die Sendung? Über den großen Tag. Wie heißt die Sendung? Guckst du auch mal. Wie heißt die Sendung? Ja. Bitteschön. Der ist noch aktuell, ja. Sind Sie Privatmann? Ja, aber der hat schon 150.000 gelaufen, ne? Ola, kennst du das Kennzeichen da vorne? Fang ich auf. Das ist NG? Dein Ja. Du hast ein Polo. Naja, ich hab getauscht. Sag, okay. Eins weiter. Bin auf Seen. Warst du Wahrheit? Wahrheit ist Wahrheit. Hast du gesehen? Ich hab nach Gauhaus Fahrt gemacht. Nein, nichts. Halle, ich überhitzt. Von zwei Kaffee ist der überhitzt. Onkel. Ja, heute ist Juma. Heute ist Juma. Wir müssen erstmal Ayat Kursi anmachen. Erstmal ganz scheiert den müssen hier raus. Mach doch einen Kaffee. Ich will einen Kaffee, Mann. Ich will nur einen Kaffee. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken, Bruder. Wir kennen uns seit. Guck mal, ich bin jetzt. Ihr zwei. Guck mal, ich bin jetzt. Zum Glück, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ne? 23? Ich kenne den Kenner seit bestimmt 27 Jahren schon. 23 Jahre alt, du kennst 27. Ich habe den vorher kennengelernt schon. Das kommt, boah, mach dir, wallah, wir helfen dir. Komm, wir müssen seine Onkel, weißt du was? Scheiß mal auf Auto alles. Du nimmst diese Quad jetzt. Gell? Fertig, bällisch. Guck mal hier. Setz mal einmal hier drauf. Geht das? Rückwärtsgang, alles hat der. Was ist das hier? Ja. So ist das mit dir. Ist nicht gut. Hol mal den Schlüssel. Warte, hol dir den Schlüssel, Onkel. Obwohl ich drei Mitarbeiter habe und jede Menge Kundschaft, ob das jetzt Taxen sind, die rein und rausfahren, man muss immer hart bleiben. Ich habe also den ganzen Tag in der Werkstatt, wenn ich also Büroaufträge annehme oder Bürokram mache, habe ich fast keine Zeit für, weil ich immer wieder gucken muss, da kommen immer wieder Kunden, fragen nach, was kostet, Ersatzteile bestellen, anschaffen. Heute haben wir eine Bühne bekommen, muss ich jetzt mich drum kümmern, aber jeden Tag ist immer hier, sagen wir mal, Action. Und wenn natürlich Montag ist, da sind auch andere Taxen viel, die am Wochenende halt eben bei dem Wetter entweder Unfälle bauen oder was kaputt geht. Montag ist Hölle los hier, die anderen Tage auch aber ein bisschen guter Ding. Guck mal, Paul, sagt man, wenn du schlechte Gewissen hast, ne? Boah, wie wenn du einen Teig machst, ne? Machst du erstmal Teig und dann kommt dir später da irgendwie, wenn du Agena im Bauch hast, das kommt so oder so raus. Egal, je länger das drinnen bleibt, umso schlimmer wird's. Benzin brauchen wir da? Ja, 5 Liter oder so. Ja, liebe Leute, das ist Mangeln, das ist ein Hin und Her, das ist ein Maklern, sich hangeln, sich mangeln, Marrakesch, Muslim, Marokko, wie auch immer, das ist Mangeln, Mann. Und für alle, die es noch nicht wissen, Mangeln steht auch nicht im Duden, Mangeln ist auch kein Wort, das existiert, Mangeln ist einfach Kerim, Kerim ist der Makler. Das ist hinter den Kulissen, das darf nicht drauf. Magela. Und für alle Probleme, die wir so haben, haben wir natürlich nicht immer nur die Kamera und können alles zeigen, aber für alle Probleme, die wir sonst noch so haben, haben wir die Leute, die uns kennen und natürlich unsere Anwälte, die uns beraten und schreiben und tun. Naja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der ersten Folge von der Magela und ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Caring the Magela. Mann, keine Lust mehr, jeden Tag hier was kaputt. Also bis nächstes Mal. Ich hab gehört, Fahrer Dennis hier.
Ja, Karin. Jo. Vielen, vielen Dank erstmal für den netten Service. Also ich bin positiv überreicht. Ich auch sehr, sehr. Ja, wenn man hier reinkommt, dann mal Araber oder so, da will jemand über den Tisch ziehen, aber überhaupt nicht. Nee, wunderbar. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Eindruck. Ja. Denke ich mal, da kommen wir auf jeden Fall. Wenn ich eine Karre brauche, bist du auf jeden Fall meine erste Adresse hinzu. Immer gerne wieder, Jungs. Ruf an, 24-Stunden-Service für euch. Ja, vielen, vielen Dank. Der Marc, geil, alles da. Super. Bis Bescheid. Okay. Vielen Dank, Schatten. Ne? Jungs. Servus. Ja, Bruder. Ich danke dir. Bis dann. Ja. Später. Ciao. Mach dein Ding. Ich telefoniere. Alles klar. Servus. Ciao. Ciao.